Da vorne war die Bühne und wir standen dann an der Theke schon ziemlich angetrunken, muss man dazu sagen, weil wir wahnsinnig aufgeregt waren. Und haben uns dann überlegt, was machen wir jetzt eigentlich? Also wie lesen wir das vor? Auf keinen Fall ernsthaft. Also das kann keine ernsthafte Lesung werden, sondern das muss eben wirklich Hate Poetry als Poetry Slam Wahnsinne sein. Also eine unterhaltsame Veranstaltung werden. Yasin Mushawash, ich verstehe nicht, warum im Spiegel einer deutschen Zeitung ausgerechnet ein offensichtlicher Ausländer, ob mit deutschem Pass oder nicht, Ausländer bleiben immer Ausländer, siehe Türken. Also wieso also ein Ausländer über einen Partei berichten darf? Gemeint ist hier die NPD, ja? Also über einen Partei berichten darf, der seinen privaten Interessen als Ausländer natürlich entgegensteht. Yasin Mushawash schreibt seit Jahren über Themen wie Islamismus und rechten Terror. Früher bei Spiegel Online, heute bei der Zeit. Mit seinen Artikeln macht er sich viele Feinde, die sich oft an seinen arabischen Wurzeln stören. Also das zeigt sich ja bei allen Briefen, die alle von uns bekommen, dass es einfach Leute gibt, die damit nicht klarkommen, dass jemand, der einen nicht bio-deutschen Namen hat, in der deutschen Zeitung schreiben darf. Das ist für viele offenbar ein unvorstellbarer Skandal. Spiegel-Redakteurin Özlem Gezer. Sie schreibt über Zuwanderung aus dem Osten oder den Aufstand in der Türkei. Und mit ihrer Exklusivstory über den Kunstsammler Gurlit landete sie einen echten Scoop. Doch für viele Leser ist sie die Türkin, die sich zu sehr in deutsche Belange einmischt. Ich finde, sie müssten demütiger sein.